Willkommen auf Hof Bergmann zum dritten Teil. Was wirklich neu ist, die Hühner. Sie produzieren nicht nur Eier, sondern sie müssen auch gehegt und gepflegt werden. Und das sieht man am besten hier. Sie brauchen Getreide und Wasser, alles vorrätig. Und wir haben jetzt 84% Eier. Ich denke, wenn 100% erreicht sind, dann kann ich sie verkaufen. Und ich weiß noch nicht, wie ich sie verkaufe. Aber wir lassen uns mal überraschen. So. Was haben wir als nächstes vor? Wir gucken mal auf die Karte. Was alles so... Also Tiere haben wir, 6 Schweine sind soweit versorgt, Kühe und Schafe sind noch nicht vorhanden. Ja, als Admin logge ich mich später ein. So, jetzt gucken wir mal, ob irgendwas reif ist, dass wir was ernten können. Nee, wir sind aber kurz davor. So, okay. Das ist ganz faszinierend. Der Fermenting Master, ich schütte Gras rein und kriege dafür Silage. So. Ich habe schon mal ausprobiert, wie die... Und damit fahren wir jetzt einfach mal kurz zu dem Fermenting Master. Ich lade damit ein bisschen Silage auf. Und zeige euch, wie die BGA funktioniert und wo sie auf der Karte ist. So, damit geht es jetzt Richtung BGA. Der BGA gibt es noch mehr zu entdecken, außer nur Silage hinzubringen, sondern hier werden auch kann man Gülle vorbeibringen und das wird dann aufgedröselt, einmal in Einstreu und einmal in Gärreste. Gärreste kann man halt für das Düngen der Felder benutzen und Einstreu ist, glaube ich, so ein Produkt, was man noch verkaufen kann. Wir gucken uns das gleich nochmal in Ruhe an. Hier rechts sieht man unser Feld 17, wie die Sonnenblumen gerade schön am Blühen sind. Ich hoffe, dass sie morgen dann erntereif sind, dass wir dann irgendwann mal anfangen können zu ernten. Weil mich würde es brennend interessieren, wie auf diesen Feldern die Helfer zurechtkommen oder ob sie uns mehr Schaden anrichten. In den Originaldateien ist die Fruchtzerstörungsmod nicht beinhaltet, was ich auch erstmal ganz gut finde, bevor ich nicht weiß, was die Helfer alles so anstellen. So, hier kommt, ich zeige es euch mal von oben, hier kommt letztendlich jetzt die Silage rein, auskippen, ihr seht den Zähler, so, dann zeige ich euch hier das grüne Licht, die BGA ist am Schaffen, hier kann man dann... Ich glaube, hier sind die Gärreste, die ich abholen kann. Und das Biogas. Genau, ihr hört die Flammen. Ich höre sie auch, aber ich sehe sie nicht. Muss man hier vielleicht noch was machen? Hm. Ah, da hinten sind die Flammen. Herrlich. Und das mit dem schönen Himmel. Ist ja fast richtig romantisch. Okay, dann schauen wir mal hier in dem kleinen Bauwagen. Ah, das ist ja eine schöne Grafik. Also, Biogas 375,
Liter, G-Reste 875. Ja, und dann schauen wir mal, wie die Einnahmen irgendwann anfangen zu sprudeln. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Dazu morgen mehr. Hier ist der zweite Teil der BGA. Das heißt, hier kann ich Gülle abliefern und bekomme dann separiert Gärreste und Einstreu. Ich gehe davon aus, hier wird das Einstreu rausfliegen und hier kann ich dann die Gärreste mehr abpumpen und so zum Düngen benutzen. Ja, das war es eigentlich schon zur BGA. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Und es geht die nächsten Tage weiter auf Hof Bergmann. Hier gibt es noch eine ganze Menge zu entdecken. Ich bin gespannt. Macht's gut. Tschüss.